Hallo und willkommen zurück zu unserem Escape Room Abenteuer diesen Advent. Na, habt ihr das Rätsel lösen können? Die Antwort ist das Krankenhaus. Hier haben wir auch ein schönes Bild davon. Wie gesagt, diese Seite habe ich bereits aufgeschnitten gehabt, weil in dem Moment bin ich dann draufgekommen, dass mein Mikro bei der ersten Aufnahme nicht funktioniert hat. Aber jetzt ist es für uns alle wirklich neu. Das heißt, wir starten direkt rein in den 2. Dezember. 2. Dezember. Daniel betrachtete die Überschrift der Nachricht und mit einem Mal machte es Klick. Die Karten, von denen da die Rede war, konnten sich nur auf die eingeprägten Spielkartensymbole beziehen. Und dass die Wörter so seltsam angeordnet waren, war kein Zufall, sondern deutete auf eine verschlüsselte Botschaft hin. Er nahm einen Bleistift und umkreiste jeden Buchstaben, der auf einem der Symbole platziert war. Hintereinander gelesen ergaben sie Klinik Harlachin. Die Nummer darunter musste zu einem Zimmer in diesem Krankenhaus gehören, schoss es ihm durch den Kopf. Er blickte auf die Uhr seines Handys. Nur noch 5 Minuten, bis der Fastfood-Typ in seinem Büro auf ihn warten würde. Mit einer hastigen Handbewegung steckte Daniel den Brief in seine Hosentasche. Er hatte schon genug Zeit vertrödelt. Und außerdem hatte er keine Ahnung, warum er diesem Hinweis nachgehen sollte. Wahrscheinlich hatte sich irgendjemand einen schlechten Scherz mit ihm erlaubt. Vielleicht sein alter Kollege Max aus der Nachrichtenredaktion, der sich für ausgesprochen witzig und intelligent hielt, in Wahrheit aber einfach nur ein Idiot mit sehr gutem Draht zum Senderchef war. Er verließ die Wohnung und flog mit eiligen Schritten die Stufen des Treppenhauses hinunter. Dem Interviewtermin folgten ein paar langweilige Recherchen zu Weihnachtsthemen, die er selbst zwar hasste, die aber um diese Zeit sehr gefragt waren. Und so ging der Vormittag vorbei, ohne dass sich Daniels Stimmung merklich besserte. Als er am Mittag eine kurze Lunchpause beim Thai einlegte und in der Morgen wieder in den Sinn kam, stellte er überrascht fest, dass er tatsächlich gar nicht mehr an den mysteriösen Brief gedacht hatte. Was, wenn sich dahinter doch eine spannende Story verbarg? Harlachin lag im Süden von München, gerade mal 10 Autominuten von seinem aktuellen Aufenthaltsort entfernt. Einen kurzen Abstecher würde er schaffen, bevor er den Termin mit der Chefredakteurin hatte, wenn der Weihnachtsshoppingverkehr ihm keinen Strich durch die Rechnung machte. Das Krankenhaus empfing ihn mit dem gleichen asbestischen Geruch, den es in jeder dieser Einrichtungen gab und der einen stets daran erinnerte, dass man an einem Ort war, an dem gegen Krankheit und Tod gekämpft wurde. Der dürre Weihnachtsbaum, der neben dem Empfang aufgebaut war, hatte keine Chance, sich mit seiner weihnachtlichen Wärme gegen das kühle Neonlicht durchzusetzen. Daniel fuhr mit dem Aufzug in den 2. Stock und machte sich dort auf die Suche nach dem Zimmer Nummer 2.031. Die Tür des Patientenzimmers war geschlossen, also klopfte Daniel kurz an und wartete auf eine Antwort. Gleich würde er hoffentlich wissen, wer hier lag und warum er ihn herbestellt hatte. Niemand antwortete. Daniel beschloss, dass es eine dumme Idee gewesen war, herzukommen. Er wollte sich gerade umdrehen und gehen, als eine ältere Krankenschwester mit langem braunen Zopf an ihm vorbeiglitt und die Tür öffnete. »Kommen Sie rein«, sagte sie in gebrochenem Deutsch und mit polnischem Akzent. »Patient beißt nicht.« Sie lächelte und überprüfte mit geübtem Blick die Apparaturen, die an den Mann angeschlossen waren. Daniel trat zögernd näher. Als er über die Schulter der Schwester spähte, hörte sein Herz für einen kurzen Augenblick aufzuschlagen. Er kannte den Mann, der hier völlig reglos und ausgeliefert vor ihm lag. Die Krankenschwester hatte sich zu ihm gedreht. »Sie sind Freund von Herrn Holzer?« fragte sie. Daniel schluckte. Er suchte nach der richtigen Antwort, doch sein Kopf schien völlig leer. »Ja, ich wusste nicht, dass es ihm nicht gut geht«, brachte er schließlich hervor. Und als die Krankenschwester gleichgültig nickte, um sich zu verabschieden, setzte er schnell hinterher. »Was hat er denn? Was ist mit ihm passiert?« »Kurzschluss hier oben«, sie tippte sich an die Stirn. Daniel konnte das gar nicht glauben. »Aber seit wann?«, fragte er fassungslos. »Er hat mir doch gestern noch eine Nachricht geschickt.« »Das denke ich nicht«, gab die Schwester zurück. »Schon 2 Jahre bei uns, und seitdem hat er die Augen nicht geöffnet.« Diese Information traf Daniel wie der Schlag eines Schwergewichtsboxers. Er bemerkte nicht einmal, wie die Schwester das Zimmer verließ. Er starrte einfach nur auf diesen Rest Menschen herunter, der dank der vielen Maschinen noch lebte. Plötzlich wollte er nur noch raus. Raus aus dem Zimmer. Raus aus dem Krankenhaus. Er stürmte zur Tür und stieß prompt mit einer jungen, rothaarigen Frau zusammen. Sie taumelte und ließ vor Schreck einen Kaffeebecher und ihr Portemonnaie fallen.
die sie beide versucht hatte, in einer Hand zu tragen, um mit der anderen die Tür zu öffnen. Daniel entschuldigte sich und half, das Chaos, das er verursacht hatte, wieder unter Kontrolle zu bringen. Das war Part 2 und jetzt kommen wir wieder zum Rätsel. Denn die Frage ist, warum kommt die Frau in das Zimmer? Erstens, weil sie eine Verwandte des Koma-Patienten ist? Zweitens, weil sie die Ärztin des Koma-Patienten ist? Oder drittens, weil sie ebenfalls eine Journalistin ist? Seht euch hier wieder die Hinweise an, schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare und morgen gehen wir dann in die nächste Story rein. Ich freue mich. Schönen Abend.